Hallo ihr Süßen, ich habe heute was richtig Tolles Neues bekommen. Und zwar sind das die Neon Mermaid Pigmente von Brush It. Ich wollte sie euch nicht vorenthalten, deswegen habe ich jetzt einfach die Kamera gezückt und werde jetzt einfach mal mit euch das Ganze auftragen. Wer auf Neon steht, der sollte unbedingt dranbleiben. Ich finde sie richtig Hammer, so viel kann ich dazu sagen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zusehen. Ich grundiere jetzt als allererstes den Tipp mit einem neongrollenden Farbton. Ich werde das bei allen Tipps ebenfalls mit einer passenden Farbe machen. Am Ende blende ich dann euch eine Übersicht ein. Da habe ich jeweils mal auf einen weißen Untergrund und auf einen schwarzen das Ganze aufgetragen. Und ihr könnt dann sehen, überall entsteht ein anderer Effekt. Das Ganze geht jetzt auch in die UV-Lampe. Ich härte das einmal komplett aus. Und dann nehmen wir jetzt das Mermaid Neon 2 und nun reibe ich das einmal in die Schwitzschicht ein. Dabei gehe ich möglichst gründlich vor und entstaube das dann wirklich ganz, ganz vorsichtig. Ansonsten reibt ihr euch dieses Pigment auch alles wieder runter. Nun versiegele ich meinen Tipp und härte das Ganze dann wieder komplett aus. Für meinen nächsten Tipp benutze ich jetzt ein richtig schönes Neongrün zum Grundieren und ja, mein Fullcover trage ich auf mit dem Fullcover Pinsel in Größe 6, ebenfalls von Brush It. Und natürlich passend dazu benutzen wir jetzt das Neon Mermaid Nummer 5. Und wie bei den anderen Tipps grundiere ich jetzt ebenfalls mit einer passenden Farbe und zwar mit einem richtig schönen Neongelb. In meinem nächsten Video zeige ich euch noch die neuen Holo-Pigmente. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es am Ende des Videos. Und jetzt grundiere ich einmal meinen Tipp mit dem Purple Art Nummer 1. Und passend dazu benutzen wir jetzt das lilane Neon Mermaid Nummer 1.
Ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Glitzer angelangt. Ich hoffe natürlich, euch hat mein kleines Video gefallen. Am Ende blende ich jetzt natürlich euch noch die Bilder ein. Schreibt mir einfach mal unten in den Kommentaren, wie euch das Video gefallen hat. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.